Hallo und willkommen bei Thomas hat Recht. Ich bin Thomas Morus und weil es hier offenbar unvermeidlich ist, rede ich heute über Jan Böhmermann. Das polemische Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan hat sich mittlerweile ja zur regelrechten Staatsaffäre entwickelt. Mich interessiert heute allerdings mal nicht, ob Böhmermann ein Rassist ist oder ob Angela Merkel die Pressefreiheit verraten hat, sondern ich möchte die Rechtslage genau auseinandernehmen. Ich möchte nämlich wetten, die meisten von euch fragen sich auch nach zweiwöchiger Dauerbeschallung, was eigentlich das rechtliche Problem ist. Und das ist ziemlich schade, weil man zum Beispiel als YouTuber zumindest mal ungefähr wissen sollte, was eine Schmähkritik eigentlich ist, damit man sowas nämlich nicht aus Versehen selber macht und hinterher noch angezeigt wird. Für diejenigen von euch, die letzten 2 Wochen auf dem Mond verbracht haben, nochmal kurz die Sachlage. Vor ein paar Wochen hat die NDR-Sendung Extra 3 ein völlig harmloses Spaßvideo über Erdogan gesendet. Der türkische Präsident fühlte sich davon aber so auf den Schlips getreten, dass er in der Türkei den deutschen Botschafter einbestellt hat. Als Reaktion darauf machte Jan Böhmermann am 30. März in seiner ZDF-Sendung Neo Magazin Royal gemeinsam mit seinem Sidekick Ralf Kabelka einen Sketch. Er las ein Gedicht mit Namen Schmähkritik vor, in dem er unter anderem Folgendes vorlas. Ack, doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Und selbst abends heißt statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Verständlicherweise hat sich Erdogan über dieses Gedicht ziemlich aufgeregt. Nicht nur der türkische Staat, sondern auch Erdogan persönlich haben mittlerweile Strafanzeige wegen Beleidigung eingereicht. Böhmermann hingegen weigert sich standhaft, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Aus seiner Sicht hat er nichts falsch gemacht. Wer hat nun recht? Das grundlegende Problem ist das folgende. In Deutschland ist es grundsätzlich verboten, jemanden zu beleidigen. Das geht klar aus § 185 Strafgesetzbuch hervor. Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe und wenn die Beleidigung mittels einer Tätigkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Für Böhmermann ist es noch schlimmer, denn er hat nicht irgendjemanden, sondern ein fremdes Staatsoberhaupt potenziell beleidigt. Das steht durch den § 103 des Strafgesetzbuchs noch einmal gesondert unter Strafe. Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe, im Falle der verleumderischen Beleidigung mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Dieser Artikel ist sehr umstritten, immerhin stammt er noch aus dem Kaiserreich und hat ursprünglich Könige und Kaiser vor Beleidigung geschützt. Deswegen haben auch Juristen schon lange gefordert, dass er abgeschafft wird. Glücklicherweise hat Angela Merkel ja mittlerweile angekündigt, den Artikel auch abzuschaffen. Das hilft Böhmermann aber nicht weiter. Denn egal ob nach § 185 oder nach § 103, Böhmermann hätte Erdogan nicht beleidigen dürfen. Eine Beleidigung ist immer dann gegeben, wenn jemand durch eine Äußerung in seiner persönlichen Ehre verletzt ist. Und das ist einwandfrei gegeben, wenn jemand als Ziegenficker bezeichnet wird, da fällt es schwer, etwas anderes zu sagen. Nun gibt es im deutschen Gesetz aber zum Glück mehr als einen Artikel. Im Grundgesetz § 5 heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Und dieser Artikel gilt insbesondere für Leute, die hauptberuflich in den Medien arbeiten und sich über Themen von öffentlichem Interesse äußern. Und das hat Böhmermann hier unstrittig getan. Die Schlaumeier unter euch werden jetzt sagen, aber Thomas, die Pressefreiheit steht doch im Grundgesetz, das mit der Beleidigung nur im läppischen Strafgesetzbuch, das Grundgesetz zählt aber doch viel mehr als das Strafgesetzbuch. Netter Versuch. Aber erstens kann der Schutz vor Beleidigung auch direkt aus der Menschenwürde gefolgert werden und die ist, wie jedermann weiß, nach § 1 des Grundgesetzes unantastbar und außerdem heißt es im Artikel über Pressefreiheit im Grundgesetz explizit, diese Rechte finden ihre Schranken in dem Recht der persönlichen Ehre. Was machen wir nun? Böhmermann hat Erdogan unstrittig in seiner Ehre herabgesetzt, doch er hat auch unstrittig seine verfassungsmäßig garantierte Meinungsfreiheit ausgeübt. Böhmermann hatte durch Meinungsfreiheit das Recht, die Beleidigung zu äußern, aber Erdogan hatte durch Menschenwürde auch das Recht, nicht beleidigt zu werden. Offenbar widersprechen sich hier 2 Gesetze. Was gilt denn nun? Wenn man sich nicht täglich mit Rechtsfragen beschäftigt, mag es einen verwundern, aber dass 2 Gesetze sich widersprechen, kommt in der Justiz relativ häufig vor. In so einem Fall müssen Richter eine Abwägung treffen, also sagen, welches der Gesetze im vorliegenden Einzelfall wichtiger ist. Es ist sogar schon häufiger vorgekommen, dass Leute mit ihren freien Meinungsäußerungen so weit unter die Gürtellinie gegangen sind, dass sie letztlich doch wegen Beleidigung verurteilt wurden. Und wisst ihr, wie Juristen so etwas nennen, wenn eine freie Meinungsäußerung dann doch zu schwer beleidigend ist? Das heißt auf Juristendeutsch Schmähkritik. Ja, ihr habt richtig gehört. Und jetzt habt ihr nach 2 Wochen noch endlich Böhmermanns Witz verstanden. Bei vielen Fällen ist es nun so, dass unter Juristen relativ unstrittig ist, wie ein Urteil ausfallen muss. Und auch im Fall Böhmermann ist die Rechtslage glasklar.
meint mindestens ein No-Name-YouTube-Anwalt namens Carsten Gulden. Jan Böhmermann hat der Kunst- und Meinungsfreiheit hiermit einen Bärendienst erwiesen. Das, was er da gemacht hat, war einfach nur plump schlecht. Das hat mit Satire überhaupt nichts zu tun. Das kann jeder Jurist im Erstsemester nach 2 Minuten unterschriftsreif prüfen. Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt jetzt wegen des Auftritts von Jan Böhmermann und dieser Aneinanderreihung von Formalbeleidigungen. Formalbeleidigung? Eine Formalbeleidigung liegt vor, wenn die Äußerung einer wahren Tatsache beleidigend wirkt. Meint der Kerl, was Böhmermann da erzählt, ist eine wahre Tatsache? Glaubt ihr, dass Erdogan echt Sex mit Ziegen hat? Anyway, ein Erstsemesterstudent kann also nach 2 Minuten entscheiden, dass Böhmermann hier verurteilt werden muss. Hoffen wir, dass die Klausur dieses Erstsemesterstudenten da nicht von Alexander Thiele korrigiert wird. Der Göttinger Privatdozent für Verfassungsrecht schreibt nämlich in einem sehr lesenswerten Blogartikel: Im Ergebnis ist das Verhalten Böhmermanns damit von der Meinungsfreiheit gedeckt. Der Rechtsanwalt und prominente Rechtsblogger Thomas Stadler meint hingegen: Die Schilderung von schwerwiegenden Sexualstraftaten und die Gleichsetzung mit 2 der perversesten Sexualstraftätern und sei es auch im satirischen Gewand zur Veranschaulichung einer heftigen Schmähkritik berührt den Kern dessen, was wir als die Würde des Menschen betrachten. Der führende YouTube-Anwalt Christian Solmecke kommt zu dem Schluss: Denn meines Erachtens nutzt er den vollen Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit und der Kunstfreiheit, die es in Deutschland fest verankert gibt, aus. Und insofern ist hier eine Beleidigung nicht gegeben. Wie umstritten die Rechtslage ist, zeigt sich am besten darin, dass auch der Rechtsblogger und Podcaster Thomas Schwenke und der Pinguin Pommel sich nicht einig sind. Und Pommel, was hältst du von Böhmermanns Gedicht? Wie, du magst es nicht? Wegen der Worte, die darin fallen? Und rechtlich? Wie, unzulässig? Tja, das ist ganz schön derb und deswegen sind wir uns, ich und Pommel, nicht einer Meinung. Denn Pommel hält es für unzulässig. Ich meine, das ist noch eine zulässige Satire. Wir halten also fest, die Lage ist ziemlich verworren und selbst Spezialisten sind sich nicht einig. Das fängt schon bei der grundlegenden Frage an, ob Böhmermanns Performance überhaupt Kunst war. Das ist juristisch relevant, denn die Kunstfreiheit geht in Deutschland sehr weit und schützt auch Dinge, die nur durch Meinungsfreiheit nicht erlaubt wären. Nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts ist nicht jede Satire automatisch Kunst, sondern das muss im Einzelfall geprüft werden. Zum Beispiel in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Juli 2002. Allein der Umstand, dass es sich bei einer Veröffentlichung um eine glossierende, etwa satirische Darstellung handelt, eröffnet noch nicht den Schutzbereich nach Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Satire kann zwar Kunst sein, nicht jede Satire ist jedoch zugleich Kunst. Was meinen nun verschiedene Juristen? Ist Böhmermanns satirische Darbietung durch die Kunstfreiheit gedeckt? Thomas Stadler meint: Vor diesem Hintergrund wird man das Gedicht Böhmermanns am Grundrecht der Meinungsfreiheit und nicht an dem der Kunstfreiheit zu messen haben. Christian Solmecke meint hingegen: Denn meines Erachtens nutzt er den vollen Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit und der Kunstfreiheit, die es in Deutschland fest verankert gibt, aus. Was Kunst ist und was nicht, ist halt eine schwierige Sache. Meiner persönlichen Meinung nach ist Böhmermanns Satire definitiv Kunst, aber das muss letztlich ein Gericht entscheiden. Wenn selbst Experten sich über eine Sache nicht einig sind, wie soll ein Normalsterblicher da durchblicken? Es könnte helfen, sich mal die formalen Kriterien zu vergegenwärtigen, die es für die Bewertung von Satire gibt. Gegen satirische Werke wurde nämlich schon so häufig geklagt, dass Juristen dafür einen vorgefertigten Fahrplan erstellt haben. Als juristischer Laie ist man da ziemlich verdutzt, wie zum Beispiel auch Markus Richter, als Thomas Schwenke ihm das in ihrem gemeinsamen Podcast erläutert hat. Prüfungsschritten anfangen. Mhm. Von vorne, weil das heißt, es gibt ja ein bestimmtes Prüfungsschema, das für die Satire extra geschaffen ist und ihr gerecht wird. Okay, das wusste ich. Thomas Schwenke hat recht. Das Bewertungsschema ist wirklich schon ewig alt und geht wohl ursprünglich auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts in der Weimarer Republik zurück. Der erste Schritt dieses Verfahrens ist zu prüfen, ob ein Werk überhaupt eine Satire ist. Das brauchen wir nicht sehr detailliert zu betrachten, denn das bezweifelt im Fall Böhmermann ohnehin niemand. Schon, dass er seinen Sketch in einer Satiresendung vorgeführt hat, würde die Satire darin offensichtlich machen und außerdem sind die Vorwürfe so überspitzt und so absurd, dass kein normaler Mensch sie ernst nehmen könnte. Wenn man nun festgestellt hat, dass es sich um Satire handelt, ist nach dem Bundesverfassungsgericht folgendermaßen zu verfahren. Eine Satire oder ähnliche Übersteigerung darf als Stilmittel der Kommunikation grundsätzlich nicht schon selbst als Kundgabe der Missachtung gewürdigt werden. Der Aussagekern und seine Einkleidung sind vielmehr gesondert darauf hinzuprüfen, ob sie eine Kundgabe der Missachtung gegenüber der betroffenen Person enthalten. Was das konkret heißt, fasst wieder Thomas Schwenke in seinem Podcast mit Markus Richter gut zusammen. Im zweiten Schritt prüft man die einzelnen Bestandteile der Satire. Das heißt, man trennt den Aussagekern von der Einkleidung. Was ist das?
das ist eben das ironische Gefälle. Die Einkleidung ist das, was du tatsächlich gesagt hast. Mhm. Okay. Oder gezeichnet hast. Mhm. Und der Aussagekern ist das, was du eigentlich gemeint hast, was du zum Ausdruck bringen wolltest. Mhm. Und man prüft die beiden zuerst getrennt voneinander. Wir müssen also erstmal den Aussagekern von Böhmermanns Stück herausklamüsern und den dann analysieren. Dazu müssen wir das machen, was eigentlich alle Juristen zu dem Thema gesagt haben. Das Gedicht darf nämlich nicht isoliert betrachtet werden, sondern man muss es im Zusammenhang der ganzen Sendung anschauen. Schon in der Einleitung nimmt Böhmermann Bezug auf die Extra-3-Affäre und baut damit die gesamte Kernaussage des Gags auf. Erdogan hat auf die Extra-3-Sendung völlig überreagiert und damit unzulässig in die Meinungs- und Kunstfreiheit eingegriffen. In Satire, Extra-3 hat in dieser Woche fast einen dritten Weltkrieg ausgelöst. Dafür erstmal einen großen Applaus, super. Offensichtlich schaut man in der Türkei jede noch so kleine Satire- oder Quatschsendung, also wahrscheinlich auch diese. Vielleicht, liebe Türken, wenn Sie das jetzt erklären, was die Kollegen von Extra-3 gemacht haben, also inhaltlich humorvoll mit dem umgegangen sind, was Sie da quasi politisch unten tun, Herr Erdogan. Das ist in Deutschland, in Europa gedeckt von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit, von der Meinungsfreiheit. Artikel 5. Das ist, was? Artikel 5 unseres Grundgesetzes, unserer tollen Verfassung, das darf man hier. Es gibt natürlich Fälle, wo man auch in Deutschland, in Mitteleuropa Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Ein bisschen kompliziert, vielleicht erklären wir es an einem praktischen Beispiel. Ja, ganz kurz. Ich habe ein Gedicht, das heißt Schmähkritik. Auch während des Gedichts hält er immer wieder inne, um zu erklären, dass das, was er tut, verboten ist. Gemeinsam mit dem Titel Schmähkritik macht sich Böhmermann so nicht nur über Erdogan, sondern zugleich über die deutsche Rechtslage lustig. Und das ist jetzt, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen. Also wenn das öffentlich aufgeführt wird, das wäre in Deutschland verboten. Und da könnte Kinder man dann aufpassen, das nicht. Das, genau. Okay. Das darf man nicht machen. Seine krassen Äußerungen illustrieren, wie harmlos die Scherze von Extra-3 im Vergleich doch letztlich gewesen sind. Damit liegt die eigentliche Kernaussage im Vorwurf an Erdogan, auf die Satire des NDR überreagiert zu haben. Die Kernaussage ist also nicht persönlichkeitsverletzend, sondern eine legitime, freie Meinungsäußerung. Nun kann man Böhmermanns Sketch auch anders deuten und eine andere Kernaussage herausziehen. Aber die Deutung, die ich gerade vorgelegt habe, ist eine mögliche Deutung, die auch nicht völlig abwegig ist. Und das alleine reicht aus, denn grundsätzlich gilt in dubio pro libertate, im Zweifelsfall für die Freiheit. Wenn also ein Sachverhalt auf zwei verschiedene Arten entschieden werden kann, dann gilt, dass im Zweifelsfall zugunsten der Meinungsfreiheit entschieden wird. Das ist hier der Fall. Der Aussagekern von Böhmermanns Video ist also nicht persönlichkeitsverletzend. Wie sieht es aber mit der Einkleidung der Kernaussage aus? Wird die Person Erdogans unangemessen herabgesetzt, wenn er als Ziegenficker, Kinderpornofan und Sodomist bezeichnet wird, auch wenn jedem klar ist, dass das nicht ernst gemeint sein kann? Das ist jetzt die wirklich schwierige Frage. Ist Erdogan durch die Äußerung in seiner Würde, in seiner Ehre und in seiner gesellschaftlichen Geltung herabgesetzt? Speziell wenn es den Intimbereich, also zum Beispiel um den Bereich des Sexuallebens geht, neigen Gerichte bisher dazu zu sagen, ja, hier werden Persönlichkeitsrechte verletzt. Das ist aber im Einzelfall eine extrem schwierige Abwägung. Ich beneide die Richter nicht, die das entscheiden müssen. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, gibt es unabhängig von dem Verfahren zur Interpretation von Satire noch eine mögliche juristische Lesart des Ganzen. Böhmermann hat das Gedicht ja nicht einfach so vorgelesen, sondern er hat in Form einer Performance das Gedicht als Beispiel dafür genutzt, was man im Fernsehen nicht sagen darf. Wie gesagt, das ist eine Sache, das darf man nicht machen. Ja. Damit wird es plötzlich fraglich, ob Böhmermann sich sein eigenes Gedicht überhaupt zu eigen gemacht hat. Er könnte einfach sagen, ich habe gar nicht gesagt, dass Erdogan mit Ziegen Sex hat. Ich habe nur gesagt, man darf in Deutschland nicht in der Öffentlichkeit sagen, dass Erdogan mit Ziegen Sex hat. Werden die Richter das schlucken? Wieder der Göttinger Verfassungsrechtler Thiele in seinem Blogbeitrag. Er hat sich in ausreichender Form vom Inhalt der dargestellten fiktiven Schmähkritik distanziert, sie nicht völlig anlasslos präsentiert und diese zudem in einen edukatorischen Gesamtkontext gestellt, sodass diese ausnahmsweise ein ausreichender sachlicher Bezug zukam. Thomas Schwenke bzw. sein Pinguin meint, aber Böhmermann hat einen Trick angewandt und hat gesagt, das Gedicht, was ich jetzt erzähle, das dürfte ich im Fernsehen nicht erzählen. Ich will nur zeigen, wo die Grenze liegt, ab wann man es nicht erzählen darf. Und was sagt der zuständige Pinguin? Reicht ein Trick aus, um die Rechtswidrigkeit zu verhindern? Nein. Was halte ich persönlich nun von dem ganzen Fall? Meiner Meinung nach war Böhmermanns Sketch eine zulässige Äußerung nach Kunst und Meinungsfreiheit.
Und zwar einfach, weil die Vorwürfe von Böhmermann so überzogen und so drastisch sind, dass jedem klar werden muss, dass sie nicht inhaltlich ernst gemeint sind. Deswegen setzen die Äußerungen für mich Erdogan auch nicht in seiner persönlichen Ehre herab. Niemand glaubt ernsthaft, dass Erdogan Sex mit Ziegen hat. Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf eingehen, wer den politischen Konflikt hier gewonnen hat. Und auch wenn er sich unter Polizeischutz in seiner Wohnung verstecken muss, ist das eindeutig Jan Böhmermann. Denn die ganze Affäre ist in weiten Teilen genauso gelaufen, wie er es geplant hat. YouTube-Anwalt Christian Solmecke vermutet, dass Böhmermann vor dem Gedicht rechtlichen Rat eingeholt hat. Ich gehe fest davon aus, dass Herr Böhmermann das Ganze auch vorher rechtlich geprüft hat. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Die juristischen Fachbegriffe im Sketch, die ganze Art und Weise, wie das Gedicht eingeleitet, gestaltet und kommentiert wird. Hier hat sich jemand sehr genau über die rechtlichen Folgen jedes noch so kleinen Details Gedanken gemacht. Wenn Böhmermann aber vorher die juristischen Folgen so genau bedacht hat, dann muss ihm klar gewesen sein, dass er eine Verurteilung wegen Beleidigung riskiert. Und ich behaupte, das war ihm auch klar. Doch er hat es in Kauf genommen, um Erdogan die Grenzen seiner Macht aufzuzeigen. Bei der Risikoabwägung hat Herr Böhmermann gesagt, eine Geldstrafe nehme ich in Kauf, wenn ich damit erreiche, dass Erdogan den Rechtsstaat kennenlernt. Nur erreicht wird ja, dass Erdogan sich auf das Niveau eines normalen Bürgers herunterbegeben muss. Und das will er normalerweise nicht. Er will Botschafter einbestellen, er will politischen Druck ausüben. Wenn aber das Ganze auf einer normalen zivilen Ebene, also wo Bürger gegen Bürger steht und der Staat Recht spricht, wenn das so geregelt wird, dann muss er sich klein machen. Und das scheint mir ein sehr guter Punkt zu sein, gerade wenn man sich das Ende des Videos anschaut. Christian Witt, dann nehmen Sie sich einen Anwalt, dann sagen Sie erstmal, ja. Sie haben da was im Fernsehen gesehen, was Ihnen nicht gefällt, Schmähkritik, und dann geht man erstmal vor ein Amtsgericht, ne? Einstweilige Verfügung, ja. Unterlassungserklärung. Und dann wird wahrscheinlich die Sendung, die das gemacht hat, oder der Sender wird dann sagen, nee, das sehen wir anders, und dann geht man die Instanzen hoch und irgendwann in 3-4 Jahren... Böhmermanns Ziel war es, Erdogan vom mächtigen Präsidenten, der den Botschafter einbestellt, zu einem gewöhnlichen Bürger in einem Strafprozess zu degradieren. Und deshalb ist Jan Böhmermann, selbst wenn er den Prozess verliert, der Sieger dieser Affäre. Was meint ihr? Ist Jan Böhmermann juristisch betrachtet schuldig? Wie werden die Gerichte entscheiden? Und hat er sich auf moralischer Ebene falsch verhalten? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und falls ihr mehr Videos über Recht anschauen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin Thomas Morus und das war Thomas hat Recht.